Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop für Leonidera. Liebe Leonidera, das ist dein Jahreshoroskop. Aber was du siehst in diesem Bild, das ist noch dein Geburtshoroskop nach indischen Astrologie bildhaft dargestellt. Das habe ich bei Teil 2 schon erklärt. Dieses Bild bleibt, ein Geburtshoroskop bleibt, da ändert sich gar nichts. Was sich ändert, das bist du und du machst deine Lebensschritte und beginnst bei deiner Geburt, bei deinem Aszendent und machst Lebenserfahrungen, kennenlernst alle Tierkreiszeichen. Mit deinem Lebensalter, mit deinen Lebensschritten befindest du dich gerade in Krebsphase und das wirkt momentan zu deinem Leben und das bedeutet die Suche nach ein Zuhause, endlich angekommen zu sein und Familie ist für dich momentan sehr wichtig. Und das wirkt auch auf dein Leben, weil da kommen die Einflüsse von außen auch. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich auch. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Die Sonnenbewegung muss ich korrekt beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Mond werde ich nicht erwähnen, sonst würde diese Aufnahme zu lang. Du kannst es immer verfolgen in Tageshoroskopen. Aber was ich beschreibe, das sind die Mondphasen. Ein Neumond ist sehr wichtig, dass wir die Licht in unserem Inneren suchen und auch finden. Ein gewisser Rückzug oder eine meditative Haltung, das löst diesen Neumond auf. Und immer in diesem Lebensbereich sollst du nachdenklich sein, meditieren, Klarheit bekommen, immer wo dieser Neumond stattfindet. Wenn zum Beispiel Schütze ist, dann handelt es sich um deine Persönlichkeit und um deine Finanzen. Also dann ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit, was könntest du da verbessern? Ein Vollmond beleuchtet den Weg, beleuchtet diesem Lebensbereich, wo gerade die Vollmond ist, da bekommen wir Klarheit oder jemand klärt uns. Das kann auch Einflüsse von außen kommen. Ein Halbmond ist immer Spannung, innere Unruhe, Nervosität oder Stress. Das werde ich jetzt nicht immer extra erzählen, nur erwähnen, welchen Tag ist Vollmond, welchen Tag ist Neumond, welchen Tag ist Halbmond und je nach Tierkreiszeichen kannst du zu einzelnen Lebensbereichen einordnen. Wenn zum Beispiel Halbmond im Widder ist, dann weißt du, es gibt Unruhe im Arbeitsplatz. Mal zum Beispiel. Januar. Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das erlebst du hier im Lebensbereich, wo Uranus in Tierkreiszeichen Widder wirkt. Die fünfte und sechste Lebensbereich hast du gerade diese Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, plötzliche Ereignisse oft. Und diese Uranus-Energie bleibt ganzes Jahr. Neptun zeigt unseren Träumen, unseren Visionen, manchmal Täuschungen, kann bei Neptun-Energie auch sein, damit muss man auch rechnen. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann und bleibt ganzes Jahr hier in Tierkreiszeichen Wassermann.
du kannst deine Träume leben, dass deine Wohnsituation veränderst oder die Kontakte in deiner vertrauten Umgebung. Aber sei auch ein bisschen vorsichtig, weil das kann Täuschungen, Enttäuschungen auch hervorrufen, dass jemand dir was erzählt, was Schönes, und du glaubst daran, entspricht aber nicht die Wahrheit, weil jemand versucht, das vorspielen, und dann führt es zum Enttäuschungen. Leider bei Neptun-Energie ist das auch möglich, es ist nicht zum Greifen, das ist schwierig, und diese Neptun-Energie wirkt dritter, vierter Lebensbereich ganzes Jahr. Saturn und Pluto befindet sich im Schütze. Saturn bedeutet Lernaufgabe. Was sollst du ernst nehmen? Was lernst du? Erstens zu deinem Selbst, zu deiner Persönlichkeit stehen und um die Finanzen kümmern, aber auch um deinen Werte und Wertschätzung. Das ist gerade deine Lernaufgabe. Saturn bleibt ganzes Jahr hier und wirkt. Pluto zeigt deine inneren Kraft, auch diese Macht, dein Leben zu beherrschen, bleibt ganzes Jahr, natürlich nach indischen Berechnung, hier erste, zweite Lebensbereich. Dann haben wir Rahu und Ketu, die beiden Mondknoten, sie bewegen sich auch und aktivieren etwas. Die absteigende Mondknoten Ketu aktiviert karmischen Themen im Steinbock und das wirkt im zweiten, dritten Lebensbereich. Und die aufsteigende Mondknoten, und das ist die Richtung, das, was deine Seele braucht gerade oder ist auf die Suche, ist im Krebs, aktiviert diese Transformation 8. Haus und Ausland, die 9. Haus. Hier hast du bis März karmische Themen. Und jetzt schauen wir weiter. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Schütze, zeigt die Monatsthemen und fließt die Lebensenergie in diese Richtung. Persönlichkeit, Werte, Finanzen. Merkur ist auch im Schütze. Es sind Handlungen, Gespräche, Termine, setzt vieles in Bewegung. Vielleicht ein Vertrag, was mit Finanzen etwas zu tun hat. Oder eine Nachricht, was dich persönlich trifft. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, bedeutet aber auch ein Mann. Und das ist in Tierkreiszeichen Fischen. Und wirkt auf den vierten, fünften Lebensbereich. Jupiter bringt Glück, verleiht eine optimistische Haltung, zeigt Ungerechtigkeiten oder sorgt für die Gerechtigkeit, ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das hat mit Karma etwas zu tun, dass hier die göttliche Gerechtigkeit kommt, weil Jupiter aktiviert das und wirkt auf deine Persönlichkeit. Natürlich, das ist deine Chancen, Möglichkeiten, dass du wahrnimmst, aber Jupiter vermehrt etwas. Das kann auch bedeuten, dass du zurzeit etwas zunimmst. Es ist nicht zum Ausschließen. Also Jupiter, erste, zwölfter Lebensbereich, vermehrt etwas, bringt optimistische Haltung, bringt Glück im Leben, das ist auch dein persönliches Glück, bist auch wahrgenommen und sorgt für die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet die Augen auf die Ungerechtigkeiten. Venus ist die Liebesplanet und ist Venus in Tierkreiszeichen Waage und Venus verschönert auch etwas. Tierkreiszeichen Waage hier im
11. 12. Lebensbereich. Im 11. Lebensbereich, wo um Freundschaften geht, kann bedeuten, dass du Freundschaft schließt mit einer weiblichen Person, kann auch bedeuten, die Liebe findest im Bereich Freundschaften, aber wirkt auch auf die 12. Lebensbereich und das bedeutet auch Geheimnisse, Liebesgeheimnisse, ist auch möglich. 7. Januar ist Uranus direktläufig. Bis dahin ist Uranus noch rückläufig. Das bremst etwas in diesem Bereich Arbeit. Und ab 7. Januar dreht sich in andere Richtung, kommen bei dir beruflichen Veränderungen. 6. Januar ist Neumond im Schütze. 14. Januar ist Halbmond im Fischen. 21. Januar ist Vollmond in Zwillinge. 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Februar. Uranus bleibt, Rahu Ketu bleibt, Saturn Pluto bleibt, Neptun bleibt, Mars bleibt auch. Was sich verändert? Sonne, Mond und Venus. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier fließt die Lebensenergie, 2. 3. Lebensbereich. Venus ist im Schütze und das bedeutet, dein weibliche Energie kommt in Vorschein, hast sogar Glück in Finanzen und Merkur befindet sich im Steinbock, Kontakte, Verbindungen, Verträge, 2. 3. Lebensbereich. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage, März. Uranus bleibt, Mars übergeht in Tierkreiszeichen Widder. Das ist die männliche Energie, das ist deine Kraft oder eine männliche Person und Kontakt hier im Bereich Arbeit. Saturn, Pluto, Jupiter bleibt. Venus ist im Steinbock. Venus bringt auch kleines Glück. Jupiter ist das große Glück, Venus ist die kleine Glück, aber bedeutet auch deine Weiblichkeit, dann stehst du deinen Werten, bedeutet auch Schönheit, du kaufst etwas Schönes für dich, kann auch bedeuten. Sonne ist im Wassermann, die Lebensenergie fließt 3., 4. Lebensbereich und Merkur ist in Fischen. Hier sind die Kontakte und Gesprächen. 6. März wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder alles geht zurück, das sind Gespräche, Termine, Verträge, geht nichts voran, das bremst, kann diese Rückläufigkeit auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit oder kommt ein Thema zum Gespräch, was mit Vergangenheit etwas zu tun hat. 6. März ist Neumond in Wassermann, 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond in Skorpion. April, die beiden Mondknoten ändert sich die Position. Die absteigende Mondknoten Ketu, was die alte karmischen Themen aktiviert, ist in Tierkreiszeichen Schütze, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, hat einen Einfluss auf Werte, Wertschätzung und auf den Finanzen. Alten karmischen Themen.
Diese Ketu-Position bleibt bis Jahresende, da ändert sich dann nichts mehr. Natürlich bewegt sich, aber bleibt im Schütze. Rahu ist die Drachenkopf, okkarmischen Themen aktiviert, Neuigkeiten, befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und aktiviert bei dir zwei Themen, Partnerschaft, Transformation, natürlich auch Sexualität im achten Lebensbereich ist es, gehört auch dazu. Mars befindet sich April in Tierkreiszeichen Stier. Also Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier und aktiviert Partnerschaft und Arbeit, kann auch eine männliche Person sein. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Da fließt die Lebensenergie. Das beleuchtet für dich Themen wie vierter, fünfter Lebensbereich. Merkur und Venus ist im Wassermann. Merkur ist rückläufig, kehrt wieder zurück im Wassermann. Und Venus ist auch im Wassermann. Kontakte, Gespräche, Liebe, Partnerschaft oder Kontakt zu einer weiblichen Person. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April ist Pluto rückläufig. 30. April ist Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen. 12. April ist Halbmond im Zwillingen. 19. April ist Vollmond im Waage. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Sonne ist im Widder. Die Lebensenergie fließt. 5. und 6. Lebensbereich. Mars ist im Stier, also Mars bleibt im Stier. Jupiter ist in Skorpion, also bleibt Saturn, Pluto, Ketu bleibt, Neptun bleibt und Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Das sind Gespräche mit einer weiblichen Person oder du bringst etwas in Sprache bezüglich Liebe, Partnerschaft. Bei Venus-Energie kann auch Kreativität sein. 4. Mai ist Neumond im Widder. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Venus ist im Widder. Das kann natürlich deine Kreativität sein, kann auch eine weibliche Person sein, kann auch Liebe im Arbeitsplatz sein. Sonne und Merkur ist im Stier und Mars ist in Zwillingen. Sonne und Merkur ist im Stier, aktiviert Partnerschaft, da fließt die Lebensenergie, kannst mit einer Nachricht rechnen und Mars hier im achten Lebensbereich, wo entweder um deine eigene Kraft handelt oder die Verbindung zum einer männlichen Person. Hier passiert Folgendes am Juni. Saturn ist rückläufig. Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, karmischen Themen oft. Pluto ist auch rückläufig und Ketu ist die alten Karma.
diese drei stehen in einer Verbindung, in Tierkreiszeichen Schütze. Und das aktiviert bei dir in deiner Persönlichkeit oder in persönlichen Umfeld, aber auch was mit Werten, Selbstwertgefühl und Finanzen was zu tun. Also es ist eine starke karmische Energie, könnte man sagen. Am 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier, 10. Juni ist Halbmond im Löwe, 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, 25. Juni ist Halbmond in Fischen, Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Sonne, Venus in Zwillingen. Das hat einen Einfluss auf die Partnerschaft, es ist Transformation auch. Hat auch mit deiner Weiblichkeit auch etwas zu tun. Und Mars und Merkur ist im Krebs. Das kann eine Begegnung sein mit einer männlichen Person von Ausland und hier die Kommunikation kann auch Fremdsprache bedeuten, dass du deine ganze Kraft einsetzt auf diese Fremdsprache, ist auch möglich. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze, 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August, Uranus bleibt, Merkur ist in Zwillingen. Das ist die Rückläufigkeit. Das kann natürlich auch Terminen sein oder ein Vertrag mit Ämtern bei diesem achten Lebensbereich. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Das ist Liebe im Ausland, hier im Krebs und auch eine Art Transformation. 12. August wird Jupiter direktläufig, 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage, 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Widder und 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. September. Sonne, Mars, Merkur, Venus, alles ist im Löwe. Und hat einen Einfluss auf dein Ansehen, deine Berufung, also aktiviert die Spitze des Horoskopes. Alles andere bleibt. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung und Saturn hat einen Einfluss auf Schicksal bei dir in Persönlichkeit, im persönlichen Bereich und Finanzen, kann etwas auslösen. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond in Wassermann,
22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Aktiviert 11., 12. Lebensbereich und Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Und hier im 12. Lebensbereich. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Gespräche. Das kann bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie schwätzen hinter deinen Rücken. Kann auch bedeuten, dass jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, du sollst in dieser Zeit schweigen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Mars ist im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau. Merkur und Venus befinden sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Also wird hier in diesem Bereich die Lebensenergie fließen. 11., 12. Lebensbereich, die Freundschaften sind wichtig, Klarheit über den Freundeskreis oder du sollst etwas zurückziehen, weil du brauchst diese Kraft. Zwischen 1. November und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November ist Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond in Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Und Dezember. Uranus bleibt, Rahu Ketu bleibt auch, Mars und Merkur ist im Waage. Aktiviert die Bereich Freundeskreis und Kontakt zu einer männlichen Person. Oder liegt etwas hier im geheimen oder karmischen Themen in Verbindung zum einer männlichen Person? Und Sonne befindet sich in Skorpion, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, dein persönlichen Auftreten, Ausstrahlung, das strahlt etwas aus. Und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf deine Werte, auf deine Finanzen. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Leonidera, das war dieser Jahreshoroskop, damit du einordnen kannst, welcher Lebensbereich, welche Planeten aktivieren diese einzelnen Lebensbereiche. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.